Glück auf Mobile, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, das letzte Video ist ja nun doch schon wieder ein paar Tage her, aber ich hatte ja gesagt, die Videos kommen so, wie sie lustig sind oder so, wie ich lustig bin und ich Bock habe, die Videos zu produzieren. Jetzt ist es mal wieder soweit und es gibt noch genau drei Sachen, die ich mit euch mal ganz kurz besprechen muss, bevor wir dann in das Hauptthema Gleisplan für die Spur 0 einsteigen. Das erste Thema ist, nehmt euch mal bitte einen Stift zur Hand und ihr müsst euch mal bitte, oder ihr solltet euch, wenn ihr die Lust dran habt, einen Termin aufschreiben. Und zwar haben wir vom Planungsteam euch etwas mitzuteilen. Das Ganze erfahrt ihr am 26.11. Genaue Zeit wird noch bekannt gegeben, 19 Uhr, 19.30 Uhr sehr wahrscheinlich. Erfahrt ihr auf unserem YouTube-Kanal Modell-Freunde-Treffen, so heißt er, um genau zu sein. Ich blende es auch nochmal unten ein, wenn ich es jetzt doch falsch gesagt haben sollte. Und dort wird ein Livestream stattfinden und dort werden wir alle Sachen bekannt geben, was ein mögliches drittes Modellbahntreffen betrifft. Also, der 26.11. zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, genauere Informationen dann werden auch nochmal auf der Homepage moba-freunde.de bekannt gegeben. Auch das, die Homepage blende ich nochmal ein und ist auch unten in der Infobox nochmal verlinkt. Die zweite Sache, die wir haben, ist das Thema TT-Bahn. Ich wurde an diversen Stellen gefragt, ob ich denn die TT-Bahn jetzt komplett aufgegeben habe, beziehungsweise ich habe das auch ein bisschen falsch formuliert im letzten Video, das muss ich auch dazu sagen, also Asche auf mein Haupt. Die TT-Bahn an sich, so wie sie hier war, ist weg. Ja? Aber die TT an sich, in einer anderen Form, also die Spur-TT, ja, die bleibt trotzdem erhalten. Und das Ganze zeige ich euch jetzt gleich mal in Bildern, im kurzen Videoausschnitt, wie das Ganze hier unten aussieht. Es ist noch nicht ganz fertig, aber es ist ja schon so, dass man zumindest das fahren kann. Und aber dazu kommen wir dann gleich. Und das dritte war eigentlich, was war denn das dritte eigentlich? Ach ja, mit den Abonnenten, weil ich ja so ein bisschen gesagt hatte, wer gehen möchte, soll gehen und so. Ich muss da ganz ehrlich sagen, Chapeau und vielen Dank dafür, dass ihr mir trotzdem auch schon wieder dieses Spurwechsels die Treue haltet oder Treue bis jetzt gehalten habt. So viel waren es nämlich gar nicht. Ich muss ganz offen sagen, es waren bis jetzt laut Statistik 6 oder 7 Abos, die verloren gegangen sind. An die anderen möchte ich nochmal ganz, ganz vielen Dank richten, dass ihr mir trotzdem treu bleibt. Ich habe auch viele positive Kommentare bekommen, auch einige E-Mails bekommen. Auch da vielen, vielen Dank dafür. Hat mich in meiner Entscheidung eigentlich sogar noch ein bisschen bestärkt, was das betrifft. Aber was soll ich sagen, seht ihr mal, ich gucke immer so ein bisschen rüber und über, weil hier ist nämlich doch schon einiges passiert, auch an der Nullanlage, beziehungsweise was eben davon rumliegt. Ja. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Wir haben hier zum Beispiel, nur dass ihr die Dimensionen mal seht, eine Kreuzungsweiche, ja. Ja, ist schon ein bisschen größer, ne? Ja, ist natürlich auch ein bisschen preisintensiver das Ganze, aber wie gesagt, dazu kommen wir ja dann später. Gut, ich würde jetzt anfangen, euch mal ganz kurz die TT-Geschichte nochmal zu zeigen und dann schwenken wir um auf den Gleisplan und ich melde mich dann am Ende nochmal. Bis gleich! So, also ihr seht jetzt hier, ja, die TT-Anlage, sie ist komplett in Bettungsgleis gemacht worden, hat ganz einfach den Hintergrund, hier sind ja dann Deckel drauf und die Nullanlage ist dann hier drauf und ja, dann kommen wir halt hier relativ schlecht ran. Hier hinten ist alles eingleisig, ja. Ich kann euch das mal kurz zeigen, wie das hier drüben aussieht. Seht ihr schon mal ein bisschen was vom Gleisplan, aber den seht ihr ja als dann gleich. Ja, hier ist dann zum Beispiel der Bahnhof mit 3 Gleisen, großen Bahnsteig, also ihr seht, hinten geht es weiter. Sieht man das, ich versuche es mal ein bisschen rein zu zoomen, beziehungsweise ein bisschen rein zu gucken. Genau, ne? Also 3 Gleise,
Vier Weichen sind es insgesamt. Und halt, lup, ja, scheiß Gimbal, wenn man damit lange nicht arbeitet. Und hier ist dann schon das Weichenstellpult. Es sind genau vier Weichen verbaut, also passt das genau. Und da wird auch gar nicht alt so viel passieren. Jetzt zeige ich euch mal noch, was hier noch da ist, weil da auch Fragen aufgekommen sind. Hast du alles verkauft? Hast du alles weg? Nein, habe ich nicht. Das wird auch nicht passieren, denn so wird die ganze Geschichte aussehen und so wird sie auch bleiben. Ja, da in der Regio, die HSB, auch die wird irgendwann mal ihre Runden drehen, weil einmal im Jahr sollten die fahren und alles andere bleibt dann so stehen. Und hier oben habe ich noch was, bevor die Fragen kommen. Auch was Feines, das ist so eine Art Weihnachtskalender. Das ist ein Silvesterkalender mit 31 Türchen. Gab es bei Pyro Extrem, ja, da hat er ihn drin gehabt. Und ich weiß auch gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was abdecken. So, so. Denn jetzt zeige ich euch mal ganz kurz was, damit ihr schon mal einen groben Plan habt, was hier passiert. Ja, das ist jetzt, diese Woche habe ich das jetzt gebaut. Und damit ihr auch mal einen Größenvergleich habt, das ist schon da. Also das ist ein Teil davon, von Fahrzeugen. Wer mir auf Instagram folgt und auf meine private Nummer hat, da hat das schon gesehen, was an Fahrzeugen da ist. Und hier ist sozusagen die Flügelsignale. Die sind auch schon da. Aber sind noch nicht alle, kommen noch ein paar mehr. Und zu den Modellen kommen wir dann später. Und ich würde sagen, jetzt schwenken wir mal ganz profan rum auf den Gleisplan. So, da sind wir jetzt auf dem Gleisplan, am Gleisplan gelandet sozusagen. Und ich werde euch jetzt einige Gleispläne zeigen und zum Schluss kommt dann der Original-Gleisplan, so, oder der finale Gleisplan, so wie er jetzt geplant ist und auch schon auf der Anlage liegt. Also, die erste Grundplanung war eigentlich, ich komme mit dem Zug hier durch. Also hier ist die Wand sozusagen aus dem Schattenbahnhof. Komme hier durchgefahren. Hier Bahnsteig für Personenzüge, Bahnsteig für Schienenbus, ein halber Hosenträger. Und dann sollte das Ganze eigentlich noch ein bisschen weiter dahinter gehen, um dann das alles ordentlich, um auch zwei, drei Wagen hier hinten hinzubekommen. Ihr hört aber schon, sollte, hat sich dann auch erledigt. Hier sollte eine Rampe hinkommen, also eine Laderampe sozusagen, und dann hier mit die PKWs raus. Oder mit die LKWs, besser gesagt LKWs, Transporter dann hier rausfahren sozusagen. Also eine Straße angedeutet und dann geht's raus. Hier wisst ihr ja, das ist so durch die Türe, steht auch da, konnte nicht oder kann nicht bebaut werden, da hier die Türe öffnet in die Richtung. Also habe ich hier 3 Meter Platz, ja, also bisher her ungefähr. Ja, der Rest ist eigentlich alles gar nicht da, das ging aber hier in dem Programm leider nicht anders. Aber das macht ja erstmal nichts. Hier hinten kommt dann das Anschlussgleis für den Betrieb hin. Oder, also zu 99% wird es jetzt ein Betrieb, das kann ich schon sagen. Oder es wird, sollte halt ein Ausziehgleis werden. Das heißt, wenn ich hier hinten mit dem Zug reinkomme, kann ich den kompletten Zug hier herstellen. Dann kommt die Rangierlok und tut hier schön hin und her rangieren. Wie gesagt, ist leider in Anführungsstrichen nur ein Betriebsdiorama. Mehr geht bei mir leider nicht, weil ich sonst hätte durch die Küche fahren müssen, wenn ich eine Rundanlage bauen wollen, dürfen, wie auch immer. Ja, man muss Kompromisse machen. Es ist halt eine große Spur, das wusste ich von Anfang an. Und dann sind wir jetzt schon im zweiten Entwurf. Das Ganze ist hier ein bisschen anders geworden. Ihr seht, das ist alles gleich geblieben. Der halbe Hosenträger ist immer noch da. Das Geschlängel ist weg und auch hier das Geschlängel ist weg. Dann zu dem Zeitpunkt. Aber gibt es nicht weiter viel zu sagen. Wir gehen gleich weiter. Hier das Ganze hat sich gar nichts geändert, außer dass es etwas angeschrägt wurde. Also dadurch, dass ich ja schräg hier hinten rauskam oder rauskomme aus dem Vierteljahr,
Dadurch ist das, hat man das ein bisschen schräg angesetzt. Ansonsten ist ja nichts passiert. Das war dann sozusagen schon der dritte Versuch. Der vierte Versuch kam dann, hier vorne ist alles gleich geblieben, auch schräg. Und hier die Überfahrt kam dazu. Hat den Hintergrund, wenn ich hier hinten mit dem Zug rauskomme, also mit dem Zug in den Bahnhof einfahre, steht der Zug am Bahnsteig, die Lok steht hier vorne am Prellbock, Rangierlok kommt von hinten ran, kuppelt die Wagen an, zieht die Wagen weg und die Lok kann sozusagen hier dann über die Überfahrt sozusagen dann wegfahren, sozusagen hier rausfahren und dann wieder ranfahren an den Wagenzug. So war es mal geplant. Dann haben wir den fünften Versuch. Hier wieder die Wand, Bahnsteig sage ich schon. Sprich, eher Bahnübergang, weiß ich noch nicht, ob der kommt. Werden wir sehen. Hier ist dann der halbe Hosenträger eigentlich ganz verschwunden. Und man könnte hier noch eine zweite Überfahrt machen. Also eine Überleitstelle sozusagen und hängt damit zusammen hier die Personenzüge, hier die Güterzüge, also sprich die Güterzüge würden reinkommen, die Lok steht hier, Rangierlok ran, wegziehen, die Lok kann hier raussetzen, kann sich hier hinstellen und dann drückt die Rangierlok die Wagen hier ran und dann stehen sie halt da, bis sie dann aufgeteilt werden. Hier ist natürlich wieder das Problem, wenn ich hier das gleiche mache, weil hier hinten kommen zwei Halbrelief-Güterschuppen hin. Ich komme in den Güterzug herein, sozusagen vorher rüber, habe die hier stehen. Ja, alles gut und schön. Dann kann ich die hier hinterdrücken. Mit der Lok dann sozusagen als Rangierfahrt. Kann ich hier hinterdrücken, Kuppel ab und fahre mit der Lok raus. Ihr merkt es an meiner Reaktion, hat mir eigentlich so überhaupt nie gefallen. Dann kommen wir jetzt erstmal zum halbfinalen Entwurf, es ist nicht der ganz finale Entwurf. Komm hier reingefahren, weil auch noch schräg, also schräg wird es definitiv nicht. Es wird sich um Geraden handeln, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Komm hier reingefahren, Personenzug hier, also hier hat sich gar nichts geändert eigentlich, außer dass der euer doch, außer der Hosenträger, der ist jetzt komplett drinne. Das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Habt ihr auch jetzt im Teil des Videos schon gesehen, dass der definitiv auch da ist. Und dann kann ich nämlich hier schön rüberfahren und muss nicht immer erst hier reinfahren. Das heißt nämlich, wenn hier nämlich hier der Schienenbus drin steht, der da ist, habe ich das Problem, ich komme hier hinten oder wenn ich mit dem Güterzug komme, habe ich das Problem, ich muss erst warten, bis der raus ist, um dann mit dem Güterzug hier reinfahren zu können, bei der vorherigen Lösung. Hat mir gar nicht gefallen. So kann ich mit dem Güterzug hier reinfahren, drücke den hier hinten rein mit E2 Wagen. Mehr passen da sowieso nicht hin. Und dann ist die Geschichte erledigt. Da brauche ich hier auf das Gleis keine Rücksicht nehmen, es sei denn, er hat planmäßige Abfahrt. So, und jetzt gehen wir mal auf den richtigen Gleisbahn noch, der jetzt endlich final ist. So, das ist jetzt der finale Gleisplan, so wie er entstehen wird. Oder schon entstanden ist, liegt ja schon alles auf der Anlage drauf. Also, ich komme von hier hinten rein. Ja, hier hinten geht es dann in den Vierteljahr rein. Komme hier reingefahren und kann zum Beispiel hier mit dem Hosenträger, das hat sich nicht geändert, das ist gleich geblieben, weil mir diese Variante sehr gut gefallen hat. Hier hinten kommen, wie gesagt, diese Reliefhäuser hin, von den Güterschuppen. Und hier kommt eine Laderampe hin für die Post. Sehr wahrscheinlich, also eine Laderampe auf alle Fälle. Ob es jetzt ausschließlich für die Post ist, weiß ich noch nicht. Da schauen wir einfach mal. Und dann hat es noch eine große Änderung gegeben. Die Überfahrt ist weg hier. Diese zweite Überleitstelle sozusagen, die ist weg. Dafür habe ich mir eine DKW gekauft, weil die doch ziemlich viel Platz einspart. Also auch mehr Gleislänge schafft. Das sieht hier auf dem gar nicht so aus. Also die Gleise hier sind richtig lang eigentlich. Beziehungsweise ich habe das Ganze auch ein bisschen weiter nach vorne gesetzt, sozusagen die Überfahrt ist eigentlich hier. Dass das hier alles gleich an. Und da habe ich hier nämlich die ganzen Gleise, das habe ich aber intern, also beim Bau habe ich mir das überlegt, das kannst du eigentlich alles ein bisschen nach vorne ziehen. Und damit hast du noch mehr Gleislänge, um Güterzüge, Personenzüge dann eben in dem Falle dann zusammenzustellen. Ja, hier wird das dann rausgehen in den
in den Betrieb, also in das Anschlussgleis zum Beispiel. Und ja, mal sehen, ich meine, Holz ist schnell gekauft, ne? Dass man dann sagt, hier hinten geht es dann irgendwann mal weiter, wenn die Kinder ausgezogen sind. Nee, Spaß beiseite. Ja, da, also hier ist dann definitiv Schluss. Es gäbe hier die Möglichkeit, hier hinten weiterzufahren. Das ist das, was ich euch vorhin gerade gezeigt hatte. Dieses Rondell hier, wo das, dieses halbrunde Ding in der Ecke. Also die Möglichkeit gäbe es, aber ich glaube, das wäre für meine Frau ein Scheidungsgrund. Na, genau, also das ist jetzt, wie gesagt, der finale Gleisplan. Mir gefällt er ganz gut. Also ich hatte den auch schon so aufgebaut, habe auch schon rangiert damit und habe auch schon Fahrbetrieb gemacht. Und ich sage es jetzt mal ganz offen, es macht wirklich Laune. Ja, es macht wirklich Spaß. Du kommst mit dem Schienenbus hier rein, zack, der steht hier, dann kommt der Personenzug rein, steht dann hier, wird umrangiert und dann kommt hier, werden die Wagen hier abgeholt und hier abgeholt und hier abgeholt und da abgeholt. Ja, also es ist halt, dargestellt wird halt ein kleiner Bahnhof, ein kleiner regionaler Bahnhof namens Frankendorf. So wird es heißen, ja, weil Frankenhausen gibt es schon, Bad Frankenhausen. Dort habe ich gedient, habe ich meinen Wehrdienst abgeleistet damals. War eigentlich auch eine schöne Zeit. Aber okay, dann schweifen wir schon wieder vom Thema ab. Ich würde sagen, ich lege das Ganze jetzt nochmal schnell hin. Ihr habt ja vor uns gerade gesehen, dass das alles noch offen war. Das ist jetzt alles fertig, das ist alles abgedeckt. Also unten die TT-Anlage, die ist zwar noch nicht gefahren, muss ich jetzt mal die Tage noch machen. Vielleicht mache ich das noch und ihr seht es in dem Video. Ansonsten kriegt ihr das dann im nächsten Video zu sehen. Gut, wir schwenken um, sehen uns jetzt gleich nochmal und bis gleich. Ihr habt den Gleisplan jetzt gesehen, zumindest virtuell. Und jetzt zeige ich euch das Ganze mal, wie es in der Realität aussieht. Ja. Hier hängt der gute alte Vorhang. Da blieb mir leider nichts anderes übrig. Ja, dann gehen wir mal rüber. So. Ja. Ja, so sieht das Ganze also in der Realität aus. Coole Sache, finde ich. Halt. So. Ja. Also, ihr seht, es wird so ganz langsam. Und ihr seht im Hintergrund auch schon das Holz liegen. Ja, hier. Halt, wo ist mein Finger? Da, ja. Das ist dann schon wieder für was anderes geplant. Dazu aber dann später in einem späteren separaten Video mehr. So, jetzt drehe ich euch wieder rum und dann seht ihr nochmal meine Visage. Und dann, ja, bis gleich. Dann soll es das schon wieder für das Video gewesen sein. Ihr habt es gesehen, den Gleisplan einmal virtuell, einmal im Original. Und wie sie hinten drin aussieht, das gibt es dann sehr wahrscheinlich das nächste Mal, weil wir ja auch eine kleine Fahrzeugvorstellung machen. Da hatten mich ja schon einige Leute gefragt, da sind sie ja schon sehr gespannt, was für Fahrzeuge da sind, ein bisschen was habt ihr heute schon erfahren und was ich von den Fahrzeugen halte und so weiter und so fort. Gut, dann soll es das von mir von hier für heute schon wieder gewesen sein. Hier drüben bekommt ihr ein aktuelles Video von mir angezeigt, also das letzte sozusagen, was ich gemacht habe, den Einstieg, den Umstieg, den Spurwechsel sozusagen. Und hier drüben, da könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, wenn ihr das möchtet. Gut, dann soll es das von mir von hier für heute gewesen sein. Macht's nicht gut, macht's besser. Klick auf. Ach ja, gesund bleiben. Tschüss.